Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Mikrowett 2019, Tag 3. Heute ist übrigens der 8. Oktober 2019 und da gucken wir mal, was denn jetzt im Tag 3 drin ist. Da ist Tag 3. Ich habe eigentlich immer noch Probleme. So. Was ist das? Habe ich eine Zange? Wofür brauchen wir denn den wohl wieder? Na, wird spannend. Heute im Adventskalender zwei Drahtelektronen. Die Drahtelektronen können, was? Mit den Drahtelektronen können Sie Bananen, Äpfel oder ähnliche Gegenstände als Sensorkontakt nutzen. Stecken Sie eine Elektrone in eine Frucht und klemmen Sie ein Krokodilklemmenkabel an. Hier steht was zum Thema Zufallszahlen. Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden. Halte ich für plausibel, was da steht. Jetzt laden wir erstmal unser Programm in den Mikrobit. Was haben wir denn? Tag 3. In den Simulator natürlich erstmal. Wo habe ich denn jetzt? Ah, da ist der Calliope. So, wie soll das Ganze laufen, wenn P0 gedrückt A6? Ja, okay. Überspielen wir das Ganze auf den Mikro, auf den, was habe ich denn jetzt dran? Den Calliope habe ich dran. So. Ja, ist drauf. Das ist doch, wenn P0 gedrückt. Da, 4. Bin ich so, das Problem hat man schon mal öfter, dass ich nicht so elektrisch bin. So, was ich jetzt nicht verstanden habe, was hat das Ganze mit Bananen und Äpfeln zu tun? Da, 1. Vier. Na? Nee, da passiert wieder nichts mehr. 5. So, also grundsätzlich funktioniert das Ganze aber. Tag 3 ziehen wir auf den Mikrobit. Kamera. Ich hoffe, dass die Kamera durchhält, diese Adventszeit noch. So. Drei, fünf. Sieht so aus, als wenn der Mikrobit da irgendwie ein bisschen flexibler reagiert als der. So, okay, das soll Tag 3 gewesen sein.
Ich habe nicht verstanden, was das Ganze jetzt mit Äpfeln und Birnen zu tun hat. Wofür wir die ganzen Bauteile, die wir schon haben, jetzt brauchen, ist mir momentan noch nicht klar. Als nächstes kommt Tag 4. Bis dahin, tschüss.